das ist wie eine Oase hier. Das ist mitten in der Wüste eine wunderschöne Oase. Also kannst du echt nichts sagen. Ein absoluter Traum. So, jetzt haben wir echt einen coolen Ort. Wir sind ja ausnahmsweise auf dem Campingplatz, wie ich es gesagt habe, zum Arbeiten. Und wie immer auf diesen argentinischen oder uruguayischen Campingplätzen hat ja jede einzelne Stellplatz seinen Grill und seine Essecke sozusagen. So, und heute gibt es jetzt lecker Barbecue. Naja, und Grill in Argentinien heißt halt Feuer mit Echtholz. Kriegst du ja auch an jeder Ecke zu kaufen. Ein bisschen Kohle gab es auch dazu, aber zuerst machen wir jetzt mal ein richtig schönes Feuerchen mit echtem Holz, damit es auch ein schönes Aroma kriegt. Für 3 Scheiben Fleisch, schier unglaublich. So. Ja, wir sind ja selber gerade am Grillen und der Campingplatzbesitzer José, der ist so lieb, der ist echt super cool, der Typ, ja. Und der hat jetzt gerade eine Ziege irgendwie da auf dem Feuer gehabt oder ein Schaf. Cordero ist Schaf oder Ziege? Ist Cabra oder Oveja? Cordero ist el pequeñito de la oveja. Ah, okay, also es ist ein Lamm. Ja, es war ein Lamm, was hier so die Reste und bringt uns hier echt ein ganzes Bein an. Ja, guckt euch das mal an. Und es ist so
unglaublich lecker. Ja, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, unseres zu grillen, weil das einfach viel, viel besser schmeckt. Das ist ja der Knaller. Ja, guten Appetit bei uns auf dem Kanal wieder. Wir fressen uns durch die Welt. Na, hast du deinen Knocki? Das war ja mega, mega, mega lecker. Also die grillen ja das Lamm im Ganzen, also das Lamm wird aufgebrochen, dann wird es auf so einem Ständer draufgehangen und dann so schräg ans Feuer rangestellt. Und das war jetzt da, glaube ich, 3 Stunden, hat es da vor sich hingebrutzelt. Das war so lecker, so unglaublich lecker, so zartes Fleisch, also oh, und so unglaublich lecker. Ja, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf unser Fleisch, bei uns gibt es nur Rind. Ja, genau, ich grill gerade Aubergine und Zucchini. Die machen wir wie in Italien mit Knoblauch, ein bisschen Olivenöl. Und das ist auch lecker als Beilage. Aber dieses Lamm, unglaublich. Ich will echt nichts anderes. Mali ist auch total überzeugt, die frisst gerade die Wirbelsäule. Guten Appetit, mein Schatz. Parrisha lista. Vamos a comer antes que lo comen la mosca. Genau, wir haben relativ viele Fliegen hier. Das müssen wir mal schnell machen, irgendwie unser Essen aufessen. Jetzt habe ich gar keine Lust mehr nach dem leckeren Lamm auf Rind. Aber mal gucken, wie das jetzt weggeht. Ja, aber weg hier. So, guten Appetit. Ja, schaut mal, was wir geschenkt bekommen haben. In Deutschland ist Winter und hier ist Kirschenzeit. Das sind die ersten Kirschen von diesem Jahr. Und die sind richtig lecker. Die sehen zwar nicht so rot aus, aber die sind richtig gut. Überall Schilder, dass man seinen Müll und seine Zigaretten mitnimmt. Das ist nicht nur hier so, sondern überall in Argentinien haben wir das bisher gesehen. Und es gibt auch überall öffentliche Mülleimer. Also selbst in der Pampa und selbst in der Wüste findet man doch Mülleimer, wo man seinen Müll loswird.
So, wir machen uns langsam wieder auf dem Heimweg, weil der Wind nimmt immer weiter zu. Das wird schon ein richtiger Sturm. Das ist richtig schwierig, gegen den Wind anzulaufen. Ja. So, erstmal Tee. Ich bin total Mate-Fan. Das hat mich so gekriegt, das Zeug. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Kaffee. Das Zeug macht wach, das Zeug macht einen helle im Kopf. Man kann es den ganzen Tag lang trinken. Hier im Süden ist eh bisher kalt gewesen. Es ist schön warm heute, aber bisher kalt gewesen. Da passt auch ein warmer Tee stetig. Also Mate-Tee, total klasse. So, ich habe mir heute mal vorgenommen, euch in unsere Pläne so ein bisschen einzuweihen. Und generell werden wir in Zukunft wieder eine ganz normale Karte verwenden. Einfach, damit man Übersicht hat, wo wir uns gerade aufhalten, was wir vorhaben, wo es lang gehen soll. Und damit man auch weiß, was einen so ein bisschen erwartet. Wir selber planen ja auch mit der Karte. So, wir haben jetzt seit Buenos Aires ca. 1500 Kilometer zurückgelegt. Aber die natürlich nicht nur gerade, sondern wir sind auch viel Zickzack gefahren. Und sind irgendwann mal bei Widmar am Meer gelandet. Ich zeige es euch mal. So, wir sind hier von Buenos Aires runtergekommen. Und hier bei Widmar haben wir die Hauptstraße verlassen. Und das war unsere erste Dirt Road, die wir in Patagonien gefahren sind. So, und dann war unser Ziel hier, hier haben wir übernachtet, das war auch sehr, sehr schön. Und sind dann nach zwei Tagen weiter und zur Halbinsel Valdez gefahren. So, und hier seht ihr schon, hier haben wir unsere Walsichtung gehabt, hier ist auch eingezeichnet, hier gibt es eben Wale. Und das war eigentlich der schönste Ort, den wir bis jetzt hatten. Und die Runde auf Valdez, das habe ich schon im letzten Mal im Video gesagt, naja, das hätten wir uns auch eigentlich sparen können, weil die Tiere kommen jetzt an der Küste sowieso und dann halt ohne Touristen. So, und dann sind wir weitergefahren und weil es so stürmisch war und ich auch arbeiten wollte, sind wir ins Inland gefahren und das ist, wo wir jetzt sind. So, das ist Agumino, wie auch immer der Ort auch heißt, also Armegino. Armegino, im Balse Armegino heißt das Ding. Und hier ist halt ein Staudamm und da ist ein Stausee und deswegen haben wir hier auch diese kleine Oase. Normal ist hier wirklich alles furztrocken. Und einfach nur Pampa, gerade ohne große Änderung. So, und jetzt haben wir vor, bis hier runter nach Ushuaia zu fahren. Das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Ja, das sind jetzt noch ungefähr, ich würde sagen so 1600 Kilometer bis Ushuaia. Dann haben wir es geschafft und sind ganz im Süden. Ja, und dann wird es irgendwann so um den Januar rum sein, fahren wir zum Mount Fitzroy, da kennen wir jemanden, da haben wir eine Empfehlung bekommen, da soll es auf eine Finca gehen, vielleicht können wir da ein bisschen Pferde reiten, mal schauen. Und dann geht es eben immer weiter Richtung Norden. Ich denke mal, wir werden noch den Süden von Patagonien bereisen, irgendwann bis März, weil dann fängt der Winter hier an, oder sozusagen der Herbst auf der Südhalbkugel. Und dann wollen wir natürlich nicht mehr in arktischen Gefilden sein, sondern dann wieder weiter Richtung Norden. So, und die nächste Etappe, da geht es jetzt am Samstag los. Die nächste Etappe wird eben sein, dass wir ca. 250 Kilometer weiter Richtung Süden fahren. In den Ort Camarones heißt das. Und dort hoffen wir, Pinguine zu sehen. Und ein Stück weiter soll es dann auch eine Seelöwenkolonie geben. Voll cool, echt. Das ist wie eine Oase hier. Das ist mitten in der Wüste eine wunderschöne Oase. Also kannst du echt nichts sagen. Ein absoluter Traum.
bist hier alleine, kannst mit den Hunden laufen, umringt von Bergen. Leider ist halt echt heftiger Wind, also ich hoffe es nicht zu laut. Und ja, aber wunderschön, also echt cool. Mali Wilmer fühlt sich auch richtig wohl. Wilma! Hallo Mali, hallo Wilma! Oh ja, ich hab dich. Ja, das ist der Knaller. Also, ich hätte das hier nicht mit. Also, wir sind gerade mal 150 Kilometer von der Küste entfernt. Und da ist alles Wüste, alles flach, alles gerade, keine Bewegung, keine Kurve, kein gar nichts. Und hier ist. Also, überwältigend schön. Also. Wie so ein kleiner Grand Canyon, ja. Echt geil. Na, und wir haben einen Freund gefunden, Mali Wilma, haben einen neuen Kumpel. Der begleitet uns hier schon seit zwei Tagen. Und ja, der bringt ein bisschen Leben in die Bude. Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno che stiamo in questo campeggio dove ci siamo fermati per terminare alcuni progetti di lavoro. Il campeggio è tranquillissimo, siamo in bassa stagione ancora, praticamente ci siamo solo noi. A un chilometro c'è il paese, piccolino, 200 abitanti, piccolo ma carino. In quest'area praticamente non abbiamo né connessione mobile per chiamate né internet, però alla reception c'è la connessione wifi che il signor José e la signora Estela gentilmente condividono con noi, però prende solo alla reception, quindi bisogna andare esclusivamente lì per lavorare. Mali Wilma, dallo sap. Ma la cosa divertente è che praticamente il proprietario José ha messo a disposizione la reception per Bjorn per poter lavorare lì, perché era abbastanza complicato nei giorni scorsi con il forte vento e il freddo stare alle 4 del mattino, visto che si sveglia così presto per comunicare con il mercato tedesco, alle 4 del mattino all'aperto, lavorare con vento forte, impossibile. Però ora ha questo bell'ufficio nella reception del campeggio. Niente male. Buenos dias. Buenos Café dias. Para ti. Dankeschön. Dankeschön, mein Schatz. Ja, ich bin fertig mit Arbeiten. Es reicht für heute. Ich habe keine Lust mehr. Oh, Dankeschön. Gerne. Ja, heute ist unser letzter Tag hier. War eine schöne Zeit, eine Woche mit sehr viel Arbeit und eine anfänglich sehr kalte Woche geht zu Ende. Und jetzt ist es aber so schweineheiß. Und für die Fleischliebhaber unter euch, ich habe ja am Wochenende, am letzten, haben wir das Lamm bekommen oder das Schafsbein. Und guck mal, was ich mir gekauft habe. Ein Schafsbein. Weil das war so unglaublich lecker.
Das muss ich heute gleich machen. Muss man wahnsinnig langsam grillen. Das sind dann eben ja, 3 Stunden, die das braucht. Und danach schmeckt es richtig, richtig fett. Und so ein ganzes Schafsbein, so ein ganzes Bein von einem Schaf, kostet hier 9,90 Euro. Was ein Preis. Auf geht's. Ja, die Hunde sind auch schon total heiß drauf, weil es ja den Knochen am Ende für sie gibt. Guck mal hier, Wilmy. Guck mal hier, Wilma. Guck mal, was ich hier habe. Ja, mit Schafsschwänzchen. Wie geil. Na, guck mal, was der Papa hier hat. Guck mal hier, was ist denn das hier? Oh. Das gibt's aber erst später. Müssen wir etwas Feuer machen? Und wenn es abgebrannt ist, dann kommt es darauf. Und wie schmeißt man einen Sack Kohle auf den Grill? Im Ganzen hat man nämlich am Ende kein Papier übrig. Und die Kohle bleibt wenigstens schön zusammen. Ja, was die Argentinier definitiv anders machen beim Grillen als wir. Wir haben ja meistens hier so Schweinenackensteak, Würstchen und irgendeinen Kram, den schmeißen wir dann drauf, dann verbrennen wir den recht schnell. Also es wird ja schnell. Hi Mali, das ist ja süß, ey. Mali, du machst deine Nase ins Bild, guck mal. Du musst mit deiner Nase im Bild. Genau, und wir schmeißen es ja drauf, trocknen das mehr oder verbrennen es halt recht schnell. Heißt ja nicht, dass es nicht lecker schmeckt. Aber hier ist es so, dass die halt echt dicke Stücken Fleisch auf den Grill schmeißen. Also das ist jetzt ein Bein von einem Schaf, wie ich gesagt habe. Aber das machen die auch mit Rindfleischstücken. Das sind dann echt solche Hoshis, also solche Stücken. Und was deren Ding ist, die grillen das halt unglaublich langsam. Die machen eine Glut, lassen das ganz runterbrennen, schieben das alles zur Seite und ziehen immer nur so ganz leicht Glut unter das Fleisch drunter. Und so gart es dann vor sich hin. Und es wird am Ende zart wie Gulasch. Ja, das ist so unglaublich lecker. Und hier ist auch keiner Soßen dazu. Also es ist ein absolutes No-Go, Ketchup oder Chutney oder irgendeinen anderen Kram dazu zu essen. Sondern das wird pur gegessen, weil das einfach von der Qualität her so lecker ist. Und wenn das langsam gegart ist, schmeckt es richtig toll. Und am Ende freuen sich natürlich auch Mali Wilma, weil der Knochen, der da drin ist, die lieben den über alles. Und die umringen mich jetzt hier schon, die lassen mich nicht mehr in Ruhe, weil die sich so auf den Knochen freuen. Ja, voll lecker. Cool. So, da liegt mein Schafsbein. Und möglichst weit von der Glut weg, dass es eben nicht verbrennt und dass es langsam vor sich hingart. Und wenn man mehr Feuer braucht, zieht man die Glut halt nach vorne. Also Alessandra hat ja entschieden, nicht mehr so viel Fleisch zu essen. Aber könnt ihr das sehen? Da kann man gar nicht entscheiden, kein Fleisch zu essen. Guten Appetit, Leute. Boah, sieht das gut aus. Boah, Hammer, 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 Hammer. Bevor wir jetzt hier abhauen, müssen wir aber auch nochmal Danke sagen. José und seine Frau Estela, die haben uns ja nur echt geholfen. Wir konnten ja deren gesamte Infrastruktur nutzen, um zu arbeiten einfach. Und für uns bedeutet es ja einfach, wenn ich eine Woche arbeiten kann oder zwei, es war jetzt eine Woche, dann haben wir wieder genug Geld, um einfach mal einen Monat oder zwei durch die Gegend zu fahren. Ich meine, es ist hier nicht teuer und wir arbeiten halt in Deutschland. Da merkt man halt schon die Kaufkraft unseres Geldes. So, auf jeden Fall ist es total cool. Das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt packen wir alle Sachen zusammen. Und ja, jetzt ist bis Januar keine Arbeiten mehr angesagt. Jetzt kommt Weihnachten und ja, jetzt kommt die Saison. Es wird jetzt schön warm. Also jetzt aber hier, also wir haben heute 35 Grad, das ist total geil. Naja, auf jeden Fall, genau, fahren wir heute hier los. Aber zuallererst mal, wie gesagt, suche ich mir jetzt hier José. Hola, José. Hola. Qué guay. Chicos, este es José, que me ha ayudado mucho y nos ha ayudado aquí con trabajar. Y es tu campello aquí, ¿no? Es mi campi, sí. ¿Cuántos años tienes este? 25, 40, 35 años. 35 años. 35 años. Impresionante. Y tú me has dicho que no quieres más gana. No. Me cansé, quiero vender. Entonces,
Chicos, cuando sabéis alguien, lo hago en alemán, porque sí. Ich mache público alemán. Also, wenn ihr irgendjemanden wisst, kennt, Bekannte, Freunde oder sonst wen, wer Lust hat auf ein Camping in der Oase, mitten in der Wüste, dann meldet euch bei uns auf dem Kanal. Wir leiten das an José weiter. Und er ist auf jeden Fall schwer daran interessiert, jemanden zu finden, der das hier übernimmt. Und es ist ein kleines Paradies, es ist wunderschön. Ja, tengo que decir gracias por el tiempo y por todo que nos ayudaste aquí. No, gracias a vos por venir y conocer este lugar. Y que te trate bien la Argentina, como nosotros estamos acostumbrados a tratarlo bien a ustedes. Un abrazo para vos, para tu señora y para toda Alemania. Muchas gracias, José, y muchas gracias por este buen tiempo con vosotros. Me ha gustado mucho. Chao, chao. Chao Estela. Chao, 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 chao. Buen tiempo. Chao. Una buena estación ahora empieza. Siempre todo. Y disfruten. Cualquier cosa, tenés el número mío. Hacemos. Siempre por WhatsApp. A mí, porque vamos yo no tengo señal. Arramos, Jesse, vamos. Pero tú me dices. Contá con nosotros. Sí, sí, sí. Yo no estás solo acá. Yo cuento con vosotros. No estás solo acá. Mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light? I lift my voice, I call your name. As I toil down in this valley of strife and pain, I've been over backwards, paid it all forwards, don't have a dime to my name, and my debt to you could never be repaid. When the heat wave starts to break and the ice and snow melts away. Ja, die Woche waren wir einfach mal ein bisschen länger an einem Ort. Hat ja auch seinen Sinn gehabt, einfach wegen der Arbeit und ja, dass wir unseren Kram erledigen können. Und es hat natürlich auch manchmal Vorteile, dass man ein bisschen länger an einem Ort ist. Wir hatten Zeit mit José und Estela einfach mal über das Leben zu sprechen. Einfach mal über Dinge zu reden, für die man sonst, wenn man einen Tag irgendwo steht, ja überhaupt keine Zeit hat oder den Leuten gar nicht nah genug kommt, um sich in der Art und Weise mal auszutauschen. Ja, genau. Also man kann sagen, wir haben zwei neue Freunde gefunden, oder? Ja, also wir hatten gesagt, wir haben eine Familie hier und wir können manchmal telefonieren. Genau, so süß. Echt. Also die meinten so, egal was passiert, ruft uns an. Ihr habt jetzt eine argentinische Familie. Meldet euch, wenn ihr Probleme habt. Ja, und das ist einfach nur total niedlich. Also wir sind super dankbar. Danke nochmal, José. Danke nochmal, Estela. Gracias. Wir kommen gerne wieder und jeder, der irgendwie einen Campingplatz sucht, der hier in dieser Wüste, man kann ja wirklich sagen, das ist hier, ja, die ganze Region hier ist eigentlich Wüste. Und nur dieser eine Ort, der ist eben schön grün und bietet gleichzeitig noch einen Fluss. Also fahrt, ist wirklich eine Oase. Fahrt einfach zu José und Estela und ihr werdet eine wunderschöne Zeit haben. Ja, also das Video geht zu Ende und die Woche war sehr, sehr schön. War cool, dass ihr dabei wart, dass ihr uns begleitet habt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, wie geht's weiter? Ciao! Ciao, 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 Felix ist Schluss. Ciao! Oh mercy mine, oh mercy me, oh mercy mine, oh mercy me, oh mercy mine, oh mercy me, oh mercy mine.